Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Kat. Und in diesem Video werden wir mal etwas angehen, wo viele von euch denken, uiuiui, jetzt muss ich von rückwärts auf vorwärts drehen. Ja, wisst ihr, nämlich bei unseren rückwärts, auswärts und rückwärts, einwärts Dreiern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video, super wichtiges Element und so geht's. Eine Sache, die ist wirklich elementar wichtig, wenn es um Rückwärts-Dreier geht oder beziehungsweise alles, was von rückwärts auf vorwärts dreht. Wenn wir von vorwärts auf rückwärts drehen, stehen wir, das wisst ihr, vorne auf dem Ballen des Schlittschuhs. Wenn wir von rückwärts auf vorwärts drehen, stehen wir auf unserer Hacke. Und das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Wenn ich jetzt auf einer Außenkante laufe, ja, wir machen unseren Rückwärts-Auswärts-Dreier, dann zieht meine linke Schulter, wenn ich auf rechts stehe, zurück. Mein Kopf guckt schon mal in die Laufrichtung, wo ich hin möchte. Ich gehe ins Knie, drehe über meine Ferse auf vorwärts. Ja, das nochmal. Ich drehe über meine Ferse auf vorwärts. Ihr könnt euch auch erstmal ein bisschen mit beiden Händen festhalten an der Bande. Ne? Das ist immer ganz schön. Und dann stellt ihr euch schön auf eine Außenkante auf eure Ferse und geht ins Knie, hoch, Knie. Ja, nochmal. Knie, hoch, Knie. Und da seht ihr schon, meine Arme bleiben hier. Es ist nur der Körper, der sich dreht. Und genau das brauchen wir dann auch gleich auf dem Eis, auf der freien Fläche. Wenn wir uns jetzt den Rückwärts-Einwärts-Dreier angucken, fahren wir auf dem linken Fuß auf der Einwärtskante und es ist jetzt genau das Gleiche. Wieder zieht meine Schulter zurück, mein Kopf geht schon mal in die Richtung, wo ich hin will. Ich stehe auf Einwärts auf der Hacke, Knie hoch, Knie, ja, und komme jetzt auf Vorwärts-Auswärts. Rückwärts-Einwärts, Knie hoch, Knie. Ja, wenn ihr eine Freundin oder einen Freund oder irgendjemand am Start habt mit auf dem Eis, dann haltet euch da auf jeden Fall erstmal gegenseitig fest. Ne? Der eine kann drehen, der andere kann halten, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie weit muss ich denn eigentlich auf meiner Hacke stehen. Auch hier wieder wichtig, damit ihr nicht verkantet, sauber auf eurer Kante zu stehen. Und das schauen wir uns erst einmal auf der freien Fläche an. So, wir starten jetzt mal mit dem Rückwärts. Einwärts-Dreier. Ihr nehmt dazu ein bisschen Schwung, stellt euch auf zwei Füße erstmal. Ja? Die linke Schulter zieht zurück mit dem Kopf. Ich hebe mein Innenbein und drehe auf vorwärts. Ja? Nochmal, auf zwei Füße, Knie hoch, Knie und ich komme auf vorwärts. Bedient euch da auf jeden Fall erstmal mit den zwei Füßen. Das gibt euch ein bisschen Sicherheit, um dann rumzudrehen. Das gleiche jetzt auch für rückwärts, auswärts. Wir stehen auf zwei Füßen. Ich ziehe mit meiner Schulter und dem Kopf. Knie hoch, Knie. Nochmal. Zieh zurück. Knie hoch, Knie. Und ihr seht, wie ich hier jetzt meine rechte Schulter ganz dolle nach hinten ziehe. Weil wenn ihr die jetzt nach vorne kommen lasst, dreht ihr sofort weiter. Und das wollt ihr natürlich nach einem sauberen Rückwärts-Auswärts- oder auch Rückwärts-Einwärts-Dreier unbedingt vermeiden. Eine schöne Übung, die ich immer sehr, sehr gerne mache, ist eine Kombination aus dem Vorwärts-Auswärts-Dreier und dem Rückwärts-Auswärts-Dreier. Und das sieht so aus. Ihr geht wieder auf einen Kreis und ihr stellt euch mal auf links Vorwärts-Auswärts, Knie hoch, Knie. Das war der Vorwärts-Einwärts-Dreier. Rückwärts. Rückwärts, auswärts, vorwärts, einwärts. Ich wechsle meinen Fuß, wieder einen Vorwärts, auswärts, Dreier, Wechsel, rückwärts, auswärts, Dreier. Ihr ahnt es, das Gleiche könnt ihr auch wunderbar auf einwärts üben. Und so sieht das aus. Wir machen einen Vorwärts, einwärts, Dreier. Ha, ha. Achtung, Fußwechsel,
Vorwärts, rückwärts, einwärts. So, jetzt komme ich schon durcheinander. Vorwärts, einwärts, Fußwechsel, rückwärts, einwärts. Das könnt ihr so lange machen, bis euch ganz schwindelig wird. Ja? Oder eben, bis ihr es könnt. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesen schönen Dreierübungen, denn die werdet ihr überall auf dem Eis gebrauchen. Und die sind der Start für die Wenden, die es natürlich auch gibt und die auch kommen werden. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne oder abonniert unseren YouTube-Kanal für mehr Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!